Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen von Arbeiterkammer und Falter. Mein heutiger Gast ist Jan Werner Müller, der in Berlin und London und Oxford studiert hat und in Princeton politische Theorie und Ideengeschichte lehrt. Seine beiden jüngsten Bücher sind Das demokratische Zeitalter, eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert, erschienen bei Suhrkamp, und der Essay Was ist Populismus, ebenfalls bei Suhrkamp erschienen. Und darum wird es heute Abend auch gehen. Professor Müller wird zunächst über Populismus referieren und dann folgt unser Gespräch. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, Sie wissen es alle, das Wort Populismus ist in unseren Tagen allgegenwärtig, wird geradezu inflationär gebraucht. Wenn wir im Moment alle nach Frankreich schauen, so ist es auch dort so, dass sogar dem armen Emmanuel Macron vorgeworfen wurde, er sei eigentlich ein Populist, nämlich ein Populist der extremen Mitte. Was immer das heißen mag. Außerdem, auch das wissen Sie alle, geistert schon seit zumindest einigen Monaten ein Bild durch die Medien, durch unsere politischen Diskussionen, nämlich das Bild einer geradezu unaufhaltsamen Welle. Oder wie sich Nigel Farage, dem das mit dem Bild der Welle irgendwie zu klein war, ausdrückte, ein Tsunami geht um die Welt. Erst Brexit, dann Trump, und vielleicht am kommenden Wochenende Marine Le Pen und wer weiß was in Deutschland im September. Gleichzeitig, Sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch, hieß es plötzlich am 16. März diesen Jahres, jetzt erleben wir den postpopulistischen Moment. Plötzlich hieß es, weil Wilders nicht gewonnen hatte, ist der Spuk vielleicht vorbei. Vielleicht zieht sich die Welle jetzt überall schon wieder zurück. Meine Damen und Herren, ich halte beide Bilder für zutiefst irreführend und ich möchte Ihnen am Ende meiner kurzen einführenden Bemerkungen klar machen, warum ich diese Bilder für so irreführend halte. Zuvor allerdings ein knapp gehaltenes Begriffsangebot, um vielleicht ein wenig Klarheit in diese inflationäre Diskussion über Populismus zu bringen. Mit anderen Worten, eine kurze Antwort auf die Frage, was Populismus eigentlich ist. Was wir auch ständig lesen, ist ja bekanntermaßen, dass überall auf der Welt das Volk sich gegen die Eliten erhebe. Dass es überall ein Gefühl, eine Wut gegen das Establishment gäbe. Doch nicht jeder, der Eliten kritisiert, ist meiner Ansicht nach deswegen automatisch Populist. Es wäre im Grunde sehr merkwürdig, wenn das der Fall wäre. Seit Jahrzehnten sagt uns die demokratische politische Bildung, seid wachsam gegenüber den Mächtigen. Schaut den Mächtigen in Politik, in der Wirtschaft, sogar in der Kultur auf die Finger. Und auf einmal soll jeder, der Eliten kritisiert, deswegen automatisch Populist und deswegen im Zweifelsfalle irgendwie gefährlich sein? So einfach kann es nicht sein. Natürlich kritisieren Populisten, wenn sie in der Opposition sind, die Regierung. Aber das Entscheidende ist etwas anderes. Populisten behaupten immer, dass sie und nur sie das repräsentieren, was Populisten häufig als das wahre Volk bezeichnen. Oder auch als die schweigende Mehrheit. Das mag auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich
klingen. Das ist nicht automatisch Rassismus, das ist nicht automatisch ein fanatisierter Hass auf die Europäische Union oder irgend sowas dieser Art. Aber es ist nichtsdestotrotz immer sofort gefährlich für die Demokratie. Warum? Erstens, weil Populisten immer behaupten, dass alle anderen Mitwettbewerber um die Macht grundsätzlich illegitim sind. Und da geht es nie nur um den Streit in der Sache, der ja bekanntermaßen in der Demokratie etwas völlig Normales, man könnte auch sagen etwas Gesundes ist. Nein, Populisten moralisieren immer sofort, die anderen sind korrupt und sie personalisieren immer sofort. Die anderen sind letztendlich schlechte Charaktere, Leute, die gar nicht für das Volk arbeiten, sondern vielleicht in die eigene Tasche wirtschaften oder für die EU arbeiten statt für das Volk oder für multinationale Konzerne oder was auch immer. Ich möchte nicht nochmal viele von den Dingen hier wiederholen, die Donald Trump über seine Kontrahentin im Wahlkampf gesagt hat. Ich würde nur unterstreichen, dass Trump ein Extremfall war, aber kein Ausnahmefall. Was Trump gemacht hat mit seinen Anschuldigungen gegenüber Hillary Clinton, das ist etwas, was auf die eine oder andere Weise alle Populisten machen. Der Ausnahmefall bei Trump war eher, wie viele seiner Anhänger zum Teil einige seiner Aussagen oder auch die seiner Unterstützer in den Medien buchstäblich ernst genommen haben. Nur als kleine Fußnote, wenn Sie mir das erlauben. 40% der Trump-Anhänger in Florida antworteten auf die Frage, ob Hillary Clinton eine Dämonin sei, affirmativ. Nun werden Sie vielleicht fragen, seit wann haben wir überhaupt solche Fragen in Umfragen? Normalerweise fragt man ja nicht. Und übrigens, zusätzlich zur Sonntagsfrage, meinen Sie, dass Angela Merkel und so weiter? Die Frage war nur deswegen aufgetaucht, weil einer dieser unsäglichen, ja, Journalisten kann man nicht sagen, aber dieser Internet-Personalities, die Behauptung in den Raum gestellt hatte, dass sowohl Obama als auch Clinton buchstäblich aus der Hölle emporgefahren seien und dass, wenn man sich ihnen nähere, man auch wirklich Sulfur riechen könnte. 40% von Trump-Anhängern in Florida haben gesagt, das stimmt wirklich. Was ja in gewisser Weise unserem oft salopp gebrauchten Ausdruck Dämonisierung einen ganz neuen oder vielleicht eigentlich ganz alten Sinn gibt. Zweiter Punkt, weniger offensichtlich vielleicht. Populisten behaupten auch immer, dass all diejenigen unter den Bürgern, im Volke selber, wenn sie so wollen, die ihre Konzeption, die Konzeption der Populisten des vermeintlich wahren Volkes nicht teilen, und logischerweise deswegen die Populisten auch politisch dann nicht unterstützen, dass man bei all diesen Bürgern die Volkszugehörigkeit prinzipiell in Frage stellen kann. Ein Beispiel, um diesen Punkt zu illustrieren. Noch in der Nacht des Brexit sagte Nigel Farage, dies sei ein, wie er sich ausdrückte, Victory for real people gewesen. Was ja nichts anderes impliziert, als dass die 48%, die in der Europäischen Union bleiben wollten, irgendwie nicht ganz real sind. Vielleicht irgendwie nicht wirklich zum britischen oder vielleicht im Falle von Farage eher dem englischen Volk dazugehören. Oder noch ein Beispiel von Trump. Ich erlaube mir, das auch nochmal auf Englisch zu zitieren, weil das besser funktioniert im Original. Im Mai vergangenen Jahres hielt Trump eine Ansprache, wo er sagte, "The most important thing is the unification of the people." Because all the other people don't mean anything. In anderen Worten, auch wenn sie rechtlich dazugehören, auch wenn sie einen amerikanischen Pass haben, der Populist entscheidet, sie gehören dazu und sie gehören nicht dazu. Weswegen es übrigens, wenn Sie mir noch eine Fußnote erlauben, es auch aus meiner Sicht sehr naiv war, als zum Teil liberaldemokratische Beobachter im November plötzlich anfingen zu sagen, naja, jetzt hat Trump doch in seiner ersten Rede gesagt, dass er das Volk vereinen möchte, dass er die Gräben zuschütten möchte, dass er die Wunden des Wahlkampfs heilen möchte. Das sagen natürlich alle Gewinner in den USA. Das ist fast schon klischeehaft, welche Ausdrücke man da benutzt. Nur noch wichtiger, die Tatsache, dass er plötzlich von Unification sprach, oder im Fall von Trump natürlich nicht sprach, sondern tweetete, ich
zitiere nochmal eben aus der Erinnerung, we will unite like never before and we will win, 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 Ausrufezeichen, hieß natürlich nicht, dass er jetzt wirklich bereit war, Vielfalt, legitimen Konflikt und so weiter anzuerkennen. Alle Populisten sprechen ständig von Vereinigung des Volkes. Erdogan, Orban, Trump, die reden alle von nichts anderem, als dass sie das Volk vereinen wollen. Nur, sie müssten sich halt dann so vereinen lassen, wie der Populist sich das vorstellt. Und wenn sie da nicht mitmachen, dann sind sie halt völlig außen vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich Ihnen nahelegen möchte, ist, dass das Entscheidende beim Populismus nicht die Kritik an den Eliten ist, das vermeintlich Anti-Elitäre. Jeder von uns darf Eliten kritisieren. Da mag man Recht haben oder Unrecht haben, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Anti-Pluralismus. Die Tatsache, dass Populisten immer zwei Arten von Ausschlüssen vornehmen. Auf der offensichtlicheren Ebene der Parteipolitik, die anderen sind alle illegitim, und auf der weniger offensichtlicheren Ebene des Volkes, der Bürger selber. Die, die mit uns nicht übereinstimmen, gehören auf irgendeine Weise vielleicht gar nicht wirklich zum Volk dazu. Wir können vielleicht später noch darüber reden, was Populisten tun, wenn sie dann wirklich an der Macht sind. Eine Frage, die uns ja angesichts dessen, was derzeit in der Türkei, in Ungarn und natürlich auch in den USA passiert, wahrscheinlich alle sehr umtreibt. Ich würde nur noch unterstreichen wollen, dass auch in den Fällen, in denen die Populisten gar nicht erst an die Macht kommen, in gewisser Weise immer eine Art von Schaden für die Demokratie aufgrund dieses Antipluralismus entstehen kann. Warum? Wenn Sie meinen Ausführungen was abgewinnen, haben ja in gewisser Weise alle Populisten, die keine Wahlen gewinnen, ein geradezu logisches Problem. Denn wie kann es denn sein, dass sie einerseits als Einzige auf authentische Weise das Volk vertreten und andererseits aber nicht gewinnen oder keine riesigen Mehrheiten an den Urnen bekommen? Nun, eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, was sehr viele Populisten de facto auch machen, allerdings muss man dazu sagen, nicht immer, ist Folgendes. Wenn man den Ausdruck die schweigende Mehrheit wirklich ernst nimmt, liegt es ja für die Populisten nahe zu sagen, naja, warum schweigt denn eigentlich die Mehrheit? Hat vielleicht jemand die Mehrheit zum Schweigen verdammt? Hindert vielleicht jemand diese wahre Mehrheit, dieses wahre Volk daran, sich auszudrücken? Mit anderen Worten, man öffnet sehr häufig die Tür zu irgendeiner Form von Verschwörungstheorie. Die Tatsache, dass man nicht gewinnt, erklärt sich immer am einfachsten dadurch, dass die Eliten irgendwas hinter den Kulissen gemauschelt haben. Deswegen ist es kein Zufall, dass Populisten häufig, nicht immer, häufig Wahlergebnisse anfechten. Vielleicht fällt Ihnen da ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr ein. Ich sage gleich dazu, dass natürlich auch in diesem Falle jeder von uns unser Wahlsystem kritisieren darf. Ist ja völlig legitim, dass man sagt, das ist nicht wirklich repräsentativ oder da gibt es nicht genug Partizipationsmöglichkeiten. Alles völlig in Ordnung. Was man nicht tun kann, ist, wie die Populisten zu behaupten, weil wir nicht gewinnen, ist das System auf irgendeine Weise Murks. Auch da ist es wiederum ganz bezeichnend, was Anhänger von Populisten mit solchen Suggestionen machen. 70% aller Trump-Anhänger im vergangenen Jahr sagten, wenn Hillary Clinton die Wahl gewinnt, dann muss das irgendwie manipuliert worden sein. Es kann gar nicht sein, dass diese Frau gewinnt. Und er selber, Trump selber, Sie erinnern sich, hat ja auch bewusst gesagt, naja, wenn sie gewinnt, dann überlege ich mir das nochmal, ob ich das Ergebnis wirklich anerkenne. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass auch in den Fällen, wo die Populisten gar nicht gewinnen, sie in gewisser Weise ständig Zweifel am demokratischen System säen, ständig suggerieren, naja, die Demokratie bei uns, das ist alles nur eine Fassade, in Wirklichkeit läuft was ganz anderes, in Wirklichkeit mauscheln die Eliten irgendwas hinter den Kulissen. Und das ist in gewisser Weise immer ein möglicher Schaden für die Demokratie, wenn man diese Art von Suggestionen, diese Art von Verschwörungstheorien ständig lanciert. Gut. Ganz kurz zum allerletzten Punkt. Warum sind diese beiden Bilder,
der unaufhaltsamen Welle des Tsunamis auf der einen Seite und des vermeintlich postpopulistischen Momentes auf der anderen Seite, warum sind die so irreführend? Erstmal zur Welle oder zum Tsunami. Was bei diesem Bild ja völlig außen vor bleibt, ist die simple Tatsache, dass bei allem Respekt Nigel Farage, der Populist, den Brexit ja nicht eigenhändig herbeigeführt hat. Er brauchte ja seine, mit Verlaub, sehr etablierten konservativen Kollaborateure. Er brauchte seinen Boris Johnson und vielleicht brauchte er sogar noch mehr seinen Michael Gove. Sie erinnern sich vielleicht, das war der Tory, der im vergangenen Jahr gesagt hatte, dieses Land hat genug von Experten. Was insofern interessant ist, als dass Michael Gove selber eine Art Intellektueller bei den Konservativen war. Er war selber ein Experte. Es brauchte einen Experten, der den Leuten glaubhaft sagen konnte, na, mit der Expertise ist es eigentlich gar nicht so weit her. Oder, es ist fast schon zu offensichtlich, um es nochmal zu sagen, aber ich sage es trotzdem, Donald Trump ist ja nicht als Kandidat einer neuen Graswurzel-Protestbewegung von Wutbürgern an die Macht gekommen. Nein, er war der Kandidat einer sehr etablierten Partei und auch er hat seine sehr etablierten konservativen Unterstützer gebraucht. Seinen Chris Christie, seinen Rudy Giuliani und zum Beispiel den früheren Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich, der interessanterweise auch gewissermaßen wie Gove den Leuten irgendwann gesagt hat, mit der Expertise und so weiter hat es gar nicht so viel auf sich. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, Gingrich war letzten Sommer im Fernsehen und sagte, in den USA ist die Kriminalität völlig außer Kontrolle. Woraufhin die Journalistin von CNN sagte, aber die Statistiken des FBI zeigen eigentlich das Gegenteil. Worauf Gingrich sagte, sie mögen an Theoretiker glauben. Was für viele von uns auch überraschend war, weil unser Image ist normalerweise nicht, dass das FBI voller Philosophen und Theoretiker und so weiter ist, aber das nur nebenbei. Seine Antwort war, Sie mögen an Theoretiker glauben, ich glaube daran das, was die Menschen fühlen. Und das ist insofern interessant, als dass Gingrich selber eine Art Intellektueller bei den Republikanern ist. Jemand, der Geschichtsbücher schreibt, der futurologische Untersuchungen anstellt, jemand, der, wenn er sagt, es ist wirklich ganz anders, als die vermeintlichen Experten das darstellen, eine andere Glaubwürdigkeit hat, als jemand, der mit Verlaub Ihnen das mal so en passant auf der Straße sagt. Auch hier lange Rede, kurzer Sinn. Bis heute ist kein einziger Rechtspopulist in Westeuropa oder Nordamerika aus eigener Kraft an die Macht gekommen. Sie alle haben die Kollaboration von konservativen Eliten gebraucht. Und vielleicht fällt Ihnen auch da wieder ein Beispiel ein, wo im vergangenen Jahr ein Land, wo angeblich schon klar war, dass da die Welle Herrn Hofer an die Macht bringen würde, ist ja ganz anders ausgegangen ist. Und es vielleicht nicht irrelevant war, dass viele ÖVP-Bürgermeister gesagt haben, nee, den könnt ihr nicht wählen. Was ist nun mit dem postpopulistischen Moment, wo man am 16. März aufgeatmet hat und gesagt hat, oh, Wilders hat nicht gewonnen. Was natürlich sowieso schon eigentlich eine absurde Erwartung war, dass Wilders jetzt plötzlich 50% plus in den Niederlanden bekommen würde. Aber gut, die Wahrnehmung war, jetzt ist der Spuk vielleicht vorbei. Nur, auch hier gilt, wenn Sie meinem Ansatz vielleicht etwas abgewinnen können, muss man zwischen zwei Dingen unterscheiden. Auf der einen Seite der moralische Alleinvertretungsanspruch der Populisten. Wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk. Und auf der anderen Seite bestimmte politische Inhalte, die natürlich nicht völlig beliebig sind. Natürlich, wenn man zum Beispiel den Bürgern suggerieren möchte, gewisse Leute gehören nicht dazu, kann man sehr schnell mit rassistischen Inhalten bei der Hand sein, kann man sehr schnell mit auch extrem nationalistischen Inhalten bei der Hand sein. Insofern gibt es in der Tat Populismus, wenn Sie so wollen, affine Inhalte. Aber die sind nicht selber der Populismus an sich. Und das ist insofern wichtig, als dass es Ergebnisse geben kann, wo, wenn Sie so wollen, der offizielle Populist, in diesem Falle Wilders, verliert. Aber die vermeintlichen Mainstream-Akteure machen sich genau diese Inhalte zu eigen. Sie erinnern sich vielleicht noch, Mark Rutte, der verlässliche liberale Mainstream-Politiker, schaltete zu einem gewissen Zeitpunkt in diesem Jahr Anzeigen in den niederländischen Zeitungen, wo er sagte, verhaltet euch normal oder verlasst das Land.
was im Grunde ja eine Imitation von Wildersartiger Rhetorik ist, ist fast schon populistisch in meinem Sinne des Wortes, denn hier plötzlich definiert der Premierminister, was als normal zu gelten hat in den Niederlanden, was mit Verlaub nicht seine Aufgabe ist. Es gibt Recht, wer das bricht, hat ein Problem, aber Normalität und was eben nicht normal ist, ist nicht die Sache der Politiker, dass sie das für uns definieren sollen. Mit anderen Worten, was bei dieser optimistischen Lesart des vermeintlich postpopulistischen Momentes völlig außer Sicht gerät, ist die Tatsache, dass vielleicht die offiziellen Populisten verlieren können, aber sich ihre Inhalte durchsetzen. Und dass es natürlich schon genug Beispiele gibt, auch in Europa, für Länder, wo sich so peu à peu ein politisches Spektrum in diesem Falle nach rechts verschoben hat, ohne dass das jemals von einer Demokratie als Ganzes autorisiert wurde. Nur irgendwann hat man gemerkt, man kommt gar nicht mehr zurück. Denken Sie an Dänemark, denken Sie auch an die Niederlande und vielleicht fällt Ihnen noch ein anderes Beispiel, ein näherliegendes Beispiel irgendwo anders ein. Ich will Ihnen nur suggerieren, dass man nicht auf die zum Teil sehr eindimensionalen Bewertungen unseres heutigen politischen Lebens hereinfallen sollte, nach dem Motto Populismus rauf oder Populismus runter. Das Ganze hat immer sehr viele Dimensionen und ich fürchte, wir müssen uns die Mühe machen, diese verschiedenen Dimensionen immer möglichst auseinanderzuhalten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das Gespräch und die weitere Diskussion am Ende. Ich möchte hier anknüpfen, wo Sie aufgehört haben. Am Sonntag sind die Wahlen in Frankreich. Es hängt natürlich auch mit den Medien zusammen, aber de facto ist es so, dass sich in diesem Wahlkampf alles um Marine Le Pen dreht. Jetzt sagen uns alle Prognosen, sie werde jedenfalls im zweiten Durchgang verlieren und das wird wahrscheinlich oder hoffentlich auch so sein. Was aber die Konsequenz ist dessen, was jetzt schon passiert, dass ihre Ideen die sind, die am allerstärksten verbreitet werden und die natürlich eine Sickerwirkung haben und die dann genau zu dem Phänomen führen, das Sie angesprochen haben, dass die Politik, vor allem konservative Politik, aber nicht nur die, zum Teil auch sozialdemokratische, nachrückt. Mir ist in dem Zusammenhang eingefallen, ein Satz von Klaus Leggewi, der ist aber Jahrzehnte alt. Da hat Leggewi geschrieben, Demokratien werden nicht von ihren radikalen Rändern zerstört, sondern durch den Einsturz der politischen Mitte. Und genau diese Gefahr droht, Beispiel Frankreich Le Pen, wenn ein Wahlkampf ausschließlich auf die Populistin, auch von den Medien her und im allgemeinen Bewusstsein fokussiert ist. Also damit sind wir ja bei der wie immer wichtigen Frage, welche Strategien es eigentlich gibt, mit Populisten umzugehen. Ich versuche etwas dazu zu sagen, würde aber nur vorschalten als Bemerkung Folgendes. Man ist in dieser Diskussion meiner Ansicht nach zum Teil zu schnell dabei, sofort zu sagen, ja, wir brauchen einfach clevere Strategien oder bessere Narrative oder wir müssen mal wieder eine bessere Erzählung über die EU haben, um das Ganze den Leuten näher zu bringen, etc., etc. Das ist nicht nur eine PR-Frage, das ist nicht nur eine Frage von besserer Kommunikation, es ist vor allem auch immer eine Frage von Inhalten. Nun muss ich Sie enttäuschen, es ist nicht mein Metier sozusagen, jetzt den Sozialdemokraten zu sagen, ihr müsst das und das mit der Arbeitszeitverkürzung oder auch nicht machen und so weiter, kann ich leider nicht mit dienen. Ich würde nur sagen, dass in allen diesen Diskussionen, wenn man auch gerade mit Politikern einsteigt, man immer sagen muss, ja, ist ja schön, dass ihr eine neue Strategie oder ein neues Narrativ habt, aber bitte auch, wo sind die Inhalte dazu? Das nur sozusagen als kurze Vorbemerkung. Jetzt aber wirklich zu Strategien. Ich denke, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass zwei Strategien wirklich nicht funktionieren. Die eine
ist ja das Gegenteil von dem, was Sie auch beschrieben haben für Frankreich, nämlich die Strategie des totalen Ausschlusses. Also mit denen reden wir erst gar nicht, mit denen setze ich mich nicht aufs Podium, wenn die in der Talkshow eingeladen sind, gehe ich gar nicht erst hin, wie jüngst in Deutschland zum Teil mit der AfD es passiert ist. Inzwischen, denke ich, haben sehr viele Menschen verstanden, dass das sowohl auf der eigentlich strategischen Ebene, aber in gewisser Weise auch auf der moralischen Ebene nicht funktioniert. Auf der strategischen Ebene funktioniert das natürlich deswegen nicht, weil man mit dieser Haltung den Populisten genau das bestätigt, was sie ihren eigenen Anhängern sowieso immer sagen. Die Eliten hören nie zu, es gibt diese ganzen Tabuthemen, die haben alle Angst vor uns, die setzen sich noch nicht mehr mit uns hin und so weiter. Aber auch auf einer, wenn Sie so wollen, normativen Ebene ist es insofern falsch, dass man ihnen gerade in Fällen, wo diese Parteien beispielsweise schon in Parlamenten sind, sagt, mit euch reden wir gar nicht. Oder wenn ihr Fragen stellt, beantworten wir die nicht. Denn die repräsentieren ja auch Bürger. Und diese Bürger haben auch das Recht, dass man sich mit ihren Vertretern auseinandersetzt. Deswegen ist diese Strategie falsch. Nur das andere Extrem ist auch falsch. Nämlich, wir laufen denen jetzt hinterher. Oder wir kopieren jetzt deren Inhalte. Sarkozy hat das ja eklatant probiert. Er ist Marine Le Pen hinterhergerannt. Ihm ist immer noch was anderes eingefallen, was er in Schulen an Nahrung verbieten könnte, weil das essen ja nur die Muslime. Aber egal wie schnell er gerannt ist, er konnte sie nie einholen. Und auch hier ist es so, dass auf der strategischen Ebene es natürlich nicht funktioniert, weil, Sie wissen das alle, die Populisten immer sofort sagen, wir sind doch das Original, die kopieren ja nur. Früher hieß es immer, unsere Inhalte sind des Teufels, jetzt sagen sie es selber. Aber auch auf der moralischen Ebene ist es falsch, weil, wie vorhin schon angedeutet, kann sich da ein ganzes politisches Spektrum verschieben, ohne dass man das Ganze irgendwie gewollt hätte, ohne dass es jemals wirklich ganz demokratisch autorisiert wurde. Und was mich auch erstaunt ist, dass man gerade bei dieser Strategie häufig vom einen Extrem, wo man sagt, wir glauben den Populisten kein Wort, das sind die großen Vereinfacher, das sind die Demagogen, die lügen immer und so weiter, plötzlich umschlägt in eine Haltung, wo man sagt, ja, aber die kennen doch die wahren Sorgen und Nöte der Bürger. Plötzlich haben die dann ein Monopol, das zu verstehen, was angeblich in der Gesellschaft wirklich vor sich geht. Und darin verbirgt sich auch, verzeihen Sie, wenn ich jetzt so theoretisch werde, darin verbirgt sich, glaube ich, auch ein grundsätzliches Missverständnis dessen, wie demokratische Repräsentation funktioniert. Das ist nämlich keine mechanische Reproduktion von immer bereits vorhandenen Interessen und Identitäten. Das ist ja selber ein dynamischer Prozess, wo sozusagen die Angebote von Politikern, aber auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen die Selbstwahrnehmung der Bürger immer wieder neu bestimmen. Deswegen war es zum Beispiel mit Verlaub auch falsch, dass viele Europäer am 9. November gesagt haben, wir haben es doch immer gewusst. Die USA ist völlig rassistisch. Jetzt ist es bewiesen. Ja? Schau nur, wie das Ergebnis aussah. Natürlich gibt es in den USA Rassisten. Natürlich hat Trump es in gewisser Weise geschafft, dass sich viele Bürger als Teil einer Art weißen identitären Bewegung auch wahrgenommen haben. Aber wie nicht wenige Beobachter dann gleich einwandten, viele Bürger, die zweimal für Obama stimmten, haben dann Trump gewählt. Und es ist ja nicht unbedingt einsichtlich, dass das völlige Rassisten sind. Mit anderen Worten, das ist ein dynamischer Prozess, wo sich diese Dinge auch immer ändern können. Das heißt, wir sollten nicht auf diese Erzählung reinfallen, wo man plötzlich sagt, aber irgendwie wissen die Populisten doch was über die Gesellschaft, was wir alle anderen nicht wissen. Das stimmt einfach so nicht. Weil Sie den Satz zitiert haben und der ist wahrscheinlich in Deutschland genauso populär geworden bei regierenden Politikern wie in Österreich. Wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Erstens, es stimmt. Und zweitens, wir können es nicht mehr hören. Und drittens, es glaubt es ihnen niemand. Das ist das Problem. Das heißt, es gibt Sätze in dem Diskurs mit den Populisten, die mittlerweile vollständig unbrauchbar geworden sind, weil sie in einem solchen Ausmaß abgebraucht sind, dass sie schlicht und einfach einer Art Sprachvernichtung gleichkommen. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und Ihr Kanzler hat das ja in seiner Antrittsrede auch sehr deutlich gesagt, dass man nicht mehr diese Floskeln benutzen sollte, von denen wir müssen mal nach draußen gehen zu den Leuten. Wobei sich ja hinter dieser Formulierung der Sorgen und Nöte zum Teil auch die Tendenz verbirgt, das ganze Phänomen
Populismus immer sofort zu psychologisieren. Also es geht immer nur um Gefühle und Ärger und Wut und vielleicht auch Ressentiments. Und das mag ja manchmal auch so sein. Aber was dann oft durch die Hintertür kommt, sind im Grunde die Klischees der Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts. Die Leute sind ja alle so irrational. Und die Leute verstehen ja all diese komplexen Zusammenhänge nicht mehr und so weiter. Und als zumindest Minimum müsste man ja mal fordern, dass man nicht mit dieser Ferndiagnose des paternalistischen Polittherapeuten stehen bleibt und sagt, die Leute sind alle so wütend, sondern zumindest zur Kenntnis nimmt, naja, vielleicht sind sie wirklich ärgerlich, aber niemand ist ja so aus dem Nichts verärgert. Ärger ist ja nicht irgendwas völlig Irrationales, sondern Ärger hat ja Gründe. Da ist ja vielleicht eine Wahrnehmung von mangelnder Fairness, von Ungerechtigkeit, was ja nicht heißt, dass jeder, der das dann sagt, immer automatisch recht hat. Aber zumindest müsste man zu diesem Punkt kommen, was sind denn die Gründe? Anstatt immer so diese sehr simple Erzählung von, naja, die Leute sind irgendwie alle so verärgert und so irrational, einfach so anzunehmen. Ich habe mir die Liste der Klischees aufgeschrieben. Ich meine, sie stimmen alle, aber Sie haben natürlich völlig recht. Sie sagen dann letztlich auch wieder zu wenig. Ich weiß nicht, ob wir drauf kommen, aber ich würde jetzt auf einen Satz, da Sie Trump zitiert haben, auch auf einen Satz von Trump kommen. Er hat in seiner Inaugurationsrede im Jänner gesagt, wir geben die Macht von Washington D.C. an das Volk zurück. Dieser Satz ist, meine ich, ebenso pathetisch wie lächerlich. Und ich habe mich gefragt, wie ist es möglich, dass Leute wie Trump oder auch davor Berlusconi, dass die als Vertreter des kleinen Mannes auftreten können. Ich meine, da lachen ja die Hühner. Trump, Berlusconi. Und dass es ihnen zumindest eine Zeit lang, bei Berlusconi ist es ja dabei, bei Trump funktioniert es noch, dass es ihnen eine Zeit lang wirklich geglaubt wird. Das hängt natürlich schon mit Defiziten der bestehenden Demokratie zusammen. Also in der Tat ist es so, dass wenn die Redenschreiber von Trump die Ambition gehabt hätten, einen Beitrag zu leisten für ein Lehrbuch über Populismus, man sagen muss, brillant, ihr habt es geschafft. Denn genau das ist ja die Logik, zu sagen, heute ist die Macht an das Volk zurückgegeben worden. Dahinter verbirgt sich aber nichts anderes als der Gedanke, weil ich regiere, Trump regiert das Volk. Was übrigens genau auch der gleiche Satz bei Chavez war. Mit Chavez regiert das Volk. Also interessante Übereinstimmung. Gleichzeitig ist das Versprechen aber der Populisten meiner Ansicht nach nicht, wir sind wie alle anderen. Wir sind wie der kleine Mann oder wie der gewöhnliche Mann. Ihr Versprechen ist ein anderes. Ihr Versprechen ist zu sagen, wir sind die Einzigen, die den authentischen Volkswillen wirklich umsetzen. Und dafür muss man nicht wie jedermann sein. Dafür kann man sogar sagen, braucht es jemand, der außergewöhnlich ist. Und was da Trump in gewisser Weise genutzt hat, war das Argument, was er ja auch sehr offen und offensiv vorgebracht hat, schaut mal, wie reich ich bin. Man kann mich nicht bestechen. Meine Kontrahentin muss ständig diese Vorträge bei Goldman Sachs halten. Ich habe das nicht nötig. Ich habe mein eigenes Geld. Ähnlich wahrscheinlich bei Berlusconi. Wobei Trump insofern noch eine wirklich Sonderstellung hat, als dass er ja, wenn man das so sagen darf, einerseits natürlich immer gesagt hat, ich bin erfolgreicher Geschäftsmann, aber sobald dann der Einwand kam, Moment, was ist denn mit den ganzen Casinos, die bankrott gegangen sind? Er gesagt hat, ich bin aber gleichzeitig eine Figur der Populärkultur. Ich bin auch ein Reality-TV-Star. Wenn man gesagt hat, Sie sind doch nur ein Reality-TV-Star, hat er gesagt, nein, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann. Mit anderen Worten, er ist nicht nur Berlusconi, es ist so, als hätte man Grillo und Berlusconi in eine Figur zusammengefügt, als Synthese des Komikers oder des TV-Stars und des vermeintlich erfolgreichen Geschäftsmannes. Und das ist schon außergewöhnlich und davon hat er in gewisser Weise, denke ich, auch profitiert. Ich möchte noch einmal auf das Defizit der Demokratie kommen. Heute Vormittag gab es die Präsentation einer Studie über das autoritäre Verhalten der Österreicher, autoritäre Einstellungen, jetzt sage ich es korrekt, über die autoritären Einstellungen der Österreicher, Vergleich 2007-2017. Und in dem Zusammenhang hat der Sozialforscher Günter Ogris gesagt, es gebe
zwei sehr wesentliche Defizite, die die Menschen besonders schmerzhaft empfinden. Das eine ist Gerechtigkeit und das zweite ist Wertschätzung und Respekt. Und genau da komme ich wieder zu dem Trump-Satz zurück, setzen jetzt natürlich Populisten ein, indem sie sagen, wir verhelfen dir zu deinem Recht und was Wertschätzung und Respekt betrifft und wir sorgen dafür, dass du ernst genommen wirst. Und das funktioniert auch einigermaßen, wie wir sehen, heißt aber gleichzeitig wiederum, dass das bestehende demokratische System, wenn es dieses zulässt, starke Defizite aufweist. Und ich habe in Ihrem Buch irgendwo die Formulierung gelesen, Populismus als Schatten der Demokratie. Also dazu vielleicht zwei Punkte. Wie die Sprache, die Sie eben zitiert haben, ja im Grunde auch zeigt, nehmen Populisten an der Macht ja häufig eine sehr paternalistische Haltung ein. Wir geben euch Respekt, wir kümmern uns um euch und so weiter, aber ihr selber braucht eigentlich gar nichts machen. Wir zeigen euch nur mal wieder, dass ihr beispielsweise auf eure Identität als weißer Mann stolz sein könnt, weil wir euch auch sonst nichts mehr anzubieten haben. Ich unterstreiche das nur deswegen, weil jetzt zum Teil noch die Meinung vorherrscht, naja, die sind vielleicht ein bisschen unappetitlich in ihrer Rhetorik, aber letztendlich könnten sie ja doch gut für die Demokratie sein, denn sie bringen ja vielleicht das Volk wieder näher an die Demokratie, an den Staat und so weiter heran. Das ist nur meiner Ansicht nach ein Missverständnis. Die Populisten haben überhaupt kein Problem mit dem Prinzip der repräsentativen Demokratie. Sie meinen halt nur, wir haben die falschen Repräsentanten, wenn sie selber nicht an der Macht sind. Da regiert dann halt die Haute Volée und nicht die Menschen und das ist natürlich ein Problem. Aber es ist nicht so, als ob sie systematisch mehr Partizipation wollen, ständige ergebnisoffene Debatten unter den Bürgern. Keiner von denen macht das ja. Sie kommen an die Macht, aber es ist keineswegs so, als würden dann die Strukturen geändert, um mehr gemeinsame Debatten zu führen darüber, was eigentlich passieren soll. Es gibt natürlich dann so Fake-Partizipation. Denken Sie an Orban im Moment, der wieder eine nationale Konsultation durchführt mit völlig manipulativen Fragen. Sind Sie der Meinung, dass Brüssel die Steuern für uns erhöhen sollte oder sind Sie der Meinung, dass wir unsere Steuern selber niedriger haben? Sind Sie der Meinung, dass Brüssel mehr Migranten schicken darf oder sind Sie der Meinung, dass wir das selber bestimmen und so weiter? Und keiner weiß auch, was das wirkliche empirische Ergebnis dieser Sachen ist. Also da wird im Grunde, wenn überhaupt, Partizipation simuliert und nicht praktiziert. Das nur als eine Bemerkung. Entschuldigung, ja? nur eine Zwischenbemerkung. Wenn Fragen so formuliert werden, wie Sie sie eben zitiert haben, dann steckt da drinnen doch eine offenkundige, ganz tiefe Verachtung des Volkes. Weil ich meine, ich frage euch jetzt, als wäret ihr alle komplette Idioten. Das ist doch das, was als Subtext bei diesen Fragen mit drinnen steckt. Ja, und vor allem seid ihr ja komplette Idioten, weil ihr gar nicht merkt, wie bedroht wir sind. Erst durch Flüchtlinge, jetzt durch Brüssel und Gott weiß was als nächstes. Das ist eine Stimmungsmache in dieser Hinsicht. Und da ist es auch, um vielleicht nochmal auf einen Punkt von vorhin zurückzukommen, interessant, dass auch in diesem Fall sozusagen der Populist keinerlei Respekt hat für bestehende Institutionen, demokratische Institutionen und Prozeduren. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass Orban das Ganze letztes Jahr ja schon mal gemacht hat mit diesem Referendum über die Frage, ob Brüssel ohne Zustimmung des ungarischen Parlaments Migranten ansiedeln darf, wie es damals hieß. Und 98% waren der Meinung, die Regierung vorgegeben hatte, prima, nur zu wenige Leute hatten teilgenommen. Deswegen war das Ergebnis rechtlich ungültig. Ja. Nun konnte Orban nicht das machen, was ich Ihnen vorhin versucht habe nahezubringen. Er konnte nicht sagen, das war manipuliert, denn er hat das ja selber alles manipuliert. Und er hat außerdem mehr Geld für diese Kampagne damals ausgegeben, als in der ganzen Brexit-Kampagne ausgegeben wurde von Leave und Remain. Also er konnte nicht sagen, das waren die bösen Eliten. War aber völlig wurscht. Er hat einfach gesagt, ja, da gab es auch wieder die schweigende Mehrheit, nämlich die, die zu Hause geblieben sind und nicht abgestimmt haben. Die sind übrigens auch meiner Meinung, deswegen ziehe ich jetzt morgen nach Brüssel und sage diesen Eurokraten und den, wie er sich ausdrückt, liberalen Nihilisten, die uns in Europa regieren, dass zum ersten Mal das Volk sich wehrt und ich habe sozusagen jetzt den Volkswillen im Rücken. Auch da nur als Beispiel, um zu zeigen, dass
sozusagen systematisch Prozeduren, Institutionen, die halt nicht immer das gewünschte Ergebnis bringen, dass man die im Zweifelsfalle, auch wenn man sie selber kreiert hat oder sie selber manipulieren kann, letztendlich völlig außer Acht lässt. Bleiben wir bei Orbán. Es ist auffallend, dass Populisten, also die wir heute als Populisten bezeichnen, nicht durchgängig so begonnen haben. Also das trifft zum Beispiel für Orbán zu, es ist bei Erdogan genau dasselbe, es trifft für die AfD zu, die von konservativen Ökonomieprofessoren gegründet worden ist, weil die gegen den Euro waren. Also das ist ein Phänomen, das relativ häufig ist. Irgendwann radikalisieren sie sich. Bei Orbán war es so, er war schon einmal Ministerpräsident, ist abgewählt worden, ist 2010 wiedergekommen und dann hat er beschlossen, nie mehr abgewählt zu werden. Und dann beginnt es und ich habe einen Text von Ihnen gesehen, der ist Dezember 2011 auf Zeit Online. Das ist also gut ein Jahr, nachdem Orbán wiedergekommen ist. Da stellen Sie bereits in der Überschrift die Frage, ob Ungarn noch demokratisch ist. Und dann heißt, so wenn ich es recht im Kopf habe, ein Land, das die europäischen Werte mit Füßen tritt. Das war 2011. Das ist aber jetzt immer noch so. Und die Frage, die sich logisch daraus ergibt, ist, wie hilflos ist die Europäische Union und wie lange kann es sich die Europäische Union leisten, so hilflos aufzutreten? Vielleicht darf ich kurz einen Gedanken vom Anfang Ihrer Ausführungen aufgreifen. Man macht es sich zum Teil auch zu einfach, wenn man de facto am Ende sagt, etwas karikaturhaft, die Türkei war ja eine wunderbar pluralistische, offene Demokratie und dann kam der irre Erdogan, hat alles kaputt gemacht. Venezuela war eine perfekte, gerechte Gesellschaft und dann kam der irre Chavez und hat alles kaputt gemacht. Natürlich sind das auch dynamische Prozesse und natürlich gab es zum Teil auch eine Radikalisierung aufgrund der ursprünglichen Antworten von, jetzt sehr klischeehaft gesagt, bestehenden Eliten. Auch bei der AfD muss man sagen, dass zumindest aus meiner Sicht, dass am Anfang größtenteils keine populistische Partei war, aber die Reaktion der anderen, die sofort gesagt haben, also wer den Euro nicht gut findet, kann kein guter Europäer sein, ergo kann kein guter Deutscher sein, ergo den müssen wir irgendwie ausschließen, hat natürlich auch zu einer gewissen Radikalisierung beigetragen. Also man darf sich da mit Verlaub auch zum Teil in die eigene Nase fassen und sagen, Moment, hat man da immer so schlau reagiert auf Leute, die zum Teil auch legitime Beschwerden vorgebracht haben. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. In der Tat ist es eine fatale Situation, dass man dadurch, dass man am Anfang ja nichts wirklich gemacht hat, im Fall von Ungarn, jetzt den zweiten Fall hat, nämlich Polen. Man kann sich auch vorstellen, dass Anfang 2016 Viktor seinem guten Freund Jaroslaw so eine Art Handbuch überreicht haben könnte, wo quasi an 6 Bullet Points dargestellt wird, so trickst man die EU aus. So macht man das zu Hause mit dem Verfassungsgericht und keiner kann irgendwas sagen. Also das Ganze hat eine gewisse Methode, die lernen voneinander. Wir haben ja immer die schöne Vorstellung, wir Demokratien machen ständig Fehler, aber wir sind das lernfähige System, wir korrigieren die Fehler, während die Autoritären sind ja so stupide, die werden alle wie die Sowjetunion 1991 enden. Keineswegs. Die lernen natürlich auch, wie man sozusagen gewisse Strategien gegen die EU fährt, wie man den endlosen Dialog am Laufen hält und in der Zwischenzeit alles zu Hause sich so einrichtet, wie es nach autoritärem Gutdünken sein sollte. Also insofern ist es auch etwas, wo es mit der Zeit immer schwieriger wird und gleichzeitig, unabhängig davon, man leider immer noch sagen muss, dass in vielen relevanten Teilen der Europäischen Union schlichtweg der politische Wille fehlt. Und das betrifft im Falle von Orbán natürlich in erster Linie die Europäische Volkspartei. Orbán ist Vizepräsident dort. Ich meine, das ist ein solcher Skandal. Und jetzt lesen wir, Sie haben sicher auch gelesen, Ende nächster Woche gibt es eine Sitzung und da könnte es passieren, dass er endlich hinausfliegt, weil es könnte sein,
dass die Auseinandersetzung um die Central European University jetzt der Stein ist, wo auf der einen Seite die Europäische Volkspartei reagiert und wo auf der anderen Seite jetzt auch die EU energisch werden könnte. Alles Konjunktiv, alles Hoffnung, nichts da ganz sicher, aber festzuhalten ist, dass der in der Europäischen Volkspartei als Vizepräsident drinnen sitzt, ist ein grenzenloser Skandal. Aber er hat es ja auch sehr geschickt gemacht. Er hat ja seinen europäischen christdemokratischen Freunden immer suggeriert, wenn ihr mich kritisiert, wenn ihr mich nicht wollt, dann habt ihr demnächst die wahren Nazis am Hals. Dann gewinnt nämlich Jobbik. Also bin ich immer noch besser. In der Zwischenzeit hat er natürlich über die Jahre die ganzen Inhalte von Jobbik längst kopiert, zum Teil sogar auch noch verschärft. Also de facto ein Rechtspopulist, was es natürlich in der Tat zum Skandal macht, dass jetzt einerseits die Christdemokraten warnen und sagen, um Gottes Willen nicht Le Pen wählen, aber gleichzeitig jemanden in den eigenen Reihen dulden, der in vieler Hinsicht genau wie Le Pen ist. Und interessanterweise hat Orban es dann wiederum geschafft, auf europäischer Ebene dieses Muster noch einmal zu reproduzieren. Denn in gewisser Weise ist die polnische Regierung jetzt auch sehr nützlich für ihn, weil er sagen kann, das sind zwar in gewisser Weise jetzt meine Verbündeten, aber ich bin nicht ganz so schlimm wie die. Ich stimme nämlich für Donald Tusk, wenn der wiedergewählt werden soll und mache brav, was meine Freunde in der EVP von mir wollen. Ich bin nicht so schlimm wie die. Aber ich könnte ja vielleicht auch so schlimm werden. Und außerdem hat er es immer sehr geschickt vermocht, in gewisser Weise zu bluffen und zu sagen, wenn ihr mich ständig kritisiert, dann habt ihr irgendwann noch ein zutiefst euroskeptisches Land vor euch. Was dabei völlig übersehen wird, ist, dass die EU in Polen und Ungarn immer noch sehr, sehr populär ist. Und auch Orbáns sogenannter Unabhängigkeitskrieg, wo er sich ja in eine Reihe stellt mit dem Kampf gegen das Osmanische Reich, gegen die Sowjetunion und jetzt gegen Brüssel, dass das in Umfragen nie sonderlich populär war. Das heißt, wenn die Europäer das Ganze rumdrehen würden und sagen würden, Moment, dann geh doch. Oder jetzt machen wir ernst mit gewissen Drohungen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob man wirklich gleichzeitig innerhalb und außerhalb der EU sein kann. Nämlich einerseits die ganzen Subventionen bekommt und andererseits sich nicht an die Regeln hält. Was übrigens viel besser ist als Brexit, wo man irgendwann ja wirklich einen Preis bezahlen muss. Während hier hat man sozusagen the best of both worlds. Wollen wir doch mal schauen, ob das wirklich geht. Wollen wir doch mal schauen, ob wir sozusagen auch mit diesen Subventionen für dich Orban, etwas schaffen oder etwas kreieren, was sozusagen das Äquivalent ist von Öl für arabische Diktaturen. Nämlich eine kostenlose Ressource, die man umverteilen kann, um sich politische Unterstützung zu Hause zu kaufen. Und dann würde man ja sehen, ob Orban wirklich sagen kann, na dann gehe ich aber. Wenn er das sagen würde, wäre das in Ungarn extrem unpopulär. Eben, weil in Wirklichkeit läuft es doch umgekehrt. Der Euroskeptizismus wird in Ungarn durch Orban wesentlich befördert. Es ist nicht so, dass, wenn man gegen Ungarn vorgeht, der Euroskeptizismus in Ungarn plötzlich, weiß ich wie, aufwachen würde. Der Orban befördert ihn, das ist das eine. Und die andere Frage ist, den Geldhahn zu drehen für Ungarn, angesichts dessen, dass es die offene Korruption mit den EU-Geldern in Ungarn gibt. Ich habe da vor einiger Zeit gelesen, diese Geschichte von diesem kleinen Dorfbürgermeister aus dem Dorf, in dem Orban aufgewachsen ist. Der ist mittlerweile ein Multimillionär. Und jetzt ist aber Olaf, also die europäische Betrugsbehörde, hinter ihm her. Und der erklärt öffentlich, sollte zurückgezahlt werden müssen, das, was er profitiert hat von den EU-Geldern, da macht er sich keine Sorgen. Das zahlt nicht er, das zahlt nämlich der Staat. Das heißt, das ist auch eine so unglaubliche Dreistigkeit, mit der die offene Korruption betrieben wird, bei dem gleichzeitigen moralischen Anspruch, wir haben ihn schon angesprochen, den die Populisten erheben. Und ich frage mich, was halten Sie von so schnell als möglich, so viel als möglich an Geld streichen? Also natürlich, denke ich mal, sind wir alle gegen Betrug. Nur sozusagen rechtlich ist es nicht ganz so einfach zu sagen, jetzt drehen wir einfach mal den Geldhahn zu. Die Frage ist auch, wen trifft es dann auch mit diesen Sanktionen? Also das ist leider nicht so einfach, wie man es, wie Sie und ich das sicherlich gerne theoretisch hätten. Aber was, denke ich, auch nochmal sehr wichtig ist, ist zu sagen, dass wenn man nichts tut,
ist das ja nicht neutral, sondern man enttäuscht ja all die Menschen, die 2004 beim Beitritt gesagt haben, Gott sei Dank, jetzt sind wir in diesem Club der liberalen Demokratien. Wenn da noch mal irgendjemand auftreten sollte, der das Land in eine autoritäre Richtung führen möchte, dann wird uns geholfen. Das ist ja, also wir beklagen uns ja ständig darüber, dass die Leute Europa nicht mehr mögen und so weiter. Aber Sie wissen es ja auch, im Moment laufen die Menschen durch Budapest mit Europaflaggen, Europa hilf. Es ist zum Teil auch diese berühmte Symbolik, Sie erinnern sich, von 56 umfunktioniert. Damals wurden ja die sowjetischen Zeichen aus der Mitte der ungarischen Flagge rausgeschnitten. Das heißt, es gab die ungarische Flagge mit dem großen Loch. Das gibt es heute auch noch. Nur was ist jetzt in dem Loch? Die Europafahne. Jetzt haben wir einen Moment, wie damals auch schon in der Ukraine, wo die Leute wirklich Europa wollen. Auch gerade die jungen Leute, ja, die zum Beispiel dann bei öffentlichen Gebäuden die Europaflagge hissen, was wahnsinnig subversiv ist. Wobei man eigentlich denken würde, ist eigentlich in Europa normal, dass man in öffentlichen Gebäuden die Europafahne hat. Hier ist das also was unglaublich Mutiges, Widerstandsfähiges. Und man macht halt leider de facto nichts. Ich weiß nicht, ob Sie meine Einschätzung teilen. Für Polen habe ich wesentlich mehr Hoffnung, weil ich meine, da gibt es eine wirklich starke und auch organisierte Zivilbewegung als Opposition und dieser Spuk wird bei den nächsten Wahlen vorbei sein. Für Ungarn habe ich da wesentlich weniger Hoffnung, weil ich den Eindruck habe, dass sich das alles auch durch die Veränderung des Wahlrechts in einem Ausmaß verfestigt hat und weil es nicht diesen kompakten Block einer zivilen Opposition gibt, der in Polen, da gibt es wirklich eine Zivilgesellschaft, die das trägt. Das sehe ich in Ungarn nicht. Das ist sicherlich in vieler Hinsicht richtig, nur die Frage ist ja immer auch, wie sich der zivilgesellschaftliche Prozess irgendwann dann wieder in Parteipolitik umsetzt. Und ist heute fast schon wieder vergessen, aber in Ungarn gab es ja auch schon 2011, 2012 große Proteste, auch zum Teil mit Figuren, die aufgetreten sind, die sehr viel Glaubwürdigkeit hatten. Nur als es an die Wahlen ging, hat man das nicht wirklich in irgendwas umsetzen können. Und Sie haben völlig recht, natürlich hat man von Regierungsseite auch sehr viel manipuliert, um sicherzustellen, dass man auch mit viel weniger Stimmen trotzdem wieder eine Zweidrittelmehrheit hatte. Was vielleicht auch nochmal unterstreichenswert ist, aufgrund dieses antipluralistischen Grundanspruchs der Populisten, ist, dass sie ja alle in ihrer, wenn man das so nennen darf, Regierungskunst eine Methode sehr deutlich entwickelt haben. Denn sie haben ja nicht zuletzt symbolisch immer sofort ein Problem, wenn die Zivilgesellschaft sich in Anführungszeichen erhebt. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das Volk sich gegen seine einzig legitimen Repräsentanten erhebt. Deswegen ist es nicht zuletzt symbolisch immer enorm wichtig, dass man diese Art von Protest sofort systematisch diskreditiert. Wie? Putin hat es im Grunde als Erster vorgemacht. Er war der Erste, der gesagt hat, das ist gar nicht die Zivilgesellschaft. Das wird alles von außen gesteuert, finanziert und so weiter. Andere waren kreativer, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Gezi-Proteste, wo die türkische Regierung dann sagte, wisst ihr, wer wirklich dahinter steckt? Ist doch völlig klar, die Lufthansa. Denn die hat Angst vor der neuen Konkurrenz durch Turkish Airlines, durch diesen neuen Flughafen und so weiter und so fort. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, nur man muss immer, auch wenn das vielleicht realpolitisch keine so große Gefahr ist, aufgrund dieses spezifischen moralischen populistischen Anspruches immer sofort deutlich machen, nee, das kann gar nicht sein, dass das wirklich das Volk zum Teil ist, was sich da erhebt. Und da wiederum ist es interessant, dass ja in Ungarn im Moment die Leute sozusagen auf diesen Vorwurf eingestiegen sind und ihn in gewisser Weise dadurch ins Leere haben laufen lassen. Es hieß ja dann plötzlich, die Protester sind alle von Soros eingeflogen worden. Jetzt laufen die Leute alle mit so Papierflugzeugen rum oder haben zum Teil Fahrräder, wo dann draufsteht Private Jet oder sagen Soros Airlines, ich bin gerade angekommen und so weiter. Oder auch im Fernsehen wird jemand interviewt, der wird dann gefragt von den regierungsnahen Medien, und Sie sind doch bestimmt von Soros bezahlt worden. Und sagt er sofort, ja genau, aber auch von dem anderen Oligarchen und ich warte immer noch auf mein Geld und so, warum kommt das nicht endlich? Das ist in gewisser Weise sehr geschickt, denn Populisten sind sehr ernste Menschen. Es ist immer die Riesenbedrohung, es ist immer Panikstufe für das ganze Volk. Wenn man da mit Humor kommt, kann das unter Umständen sehr effektiv sein.
Weil da sind die in gewisser Weise sehr verwundbar. Wenn ich selber sofort hochmoralisch einsteige, mag das natürlich auch unter Umständen sehr wichtig sein. Aber gerade da ist vielleicht so ein Wunderpunkt, wo man denen gewisserweise die, sozusagen die Luft mal rauslässt. Gut, wir haben jetzt lange über Ungarn und Polen gesprochen und haben damit aber in Wirklichkeit natürlich auch die ganze Zeit, wenn auch über die Bande, über Populismus gesprochen. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Kern des Themas zurück. Das Volk, das wahre Volk, das ist natürlich ein Konstrukt und ich meine, es kann deswegen als Konstrukt funktionieren, weil es unbedingt ein Gegenkonstrukt braucht. Und dieses Gegenkonstrukt ist die Elite, das Establishment. Bei uns im Wahlkampf, der Hofer hat es dann als Schikaria bezeichnet, wurscht. Aber jedenfalls ohne Elite würde das Volk als Konstrukt einer homogenen Einheit überhaupt nicht funktionieren können, weil es letztlich ein zu verschwommener Begriff ist. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt verboten werden soll, über das Volk zu reden. In gewisser Weise machen das hier, ich weiß, ich muss ein bisschen zuspitzen hier, sonst heißt es wieder, die liberalen Eliten seien sich in allem einig. Es ist ja nicht verboten, über das Volk zu reden. In gewisser Weise tun das ja Politiker ständig, dass sie zumindest implizit auch etwas suggerieren und sagen, wir möchten als Gesellschaft hier oder dahin und ich möchte euch mitnehmen. Das ist ja völlig in Ordnung, dass eine Gesellschaft sich auch über ihre eigenen Ziele, auch über die Kriterien, wer dazugehört und nicht dazugehört, wer Staatsbürgerschaft erlangen kann, in gewisser Weise verständigt. Das ist ja völlig in Ordnung. Das Problem mit den Populisten ist halt meiner Ansicht nach, dass die immer im ersten Schritt mit ihrer eigenen symbolischen Konstruktion des wahren Volkes anfangen, daraus dann im zweiten Schritt den vermeintlich einzig authentischen Volkswillen ableiten, den natürlich nur sie kennen. Und dann sagen sie am Ende, so wie Trump im vergangenen Jahr, I am your voice. Aber da hat natürlich überhaupt kein anderer gesprochen. Während ein, ich würde sagen, guter Politiker sagt, gut, ich habe natürlich auch ein Angebot, wie ich mir das Volk vorstelle. Aber das ist in gewisser Weise falsifizierbar. Und wenn ich die Wahl verliere, dann gebe ich das auch zu und probiere es halt nochmal und versuche die Leute davon zu überzeugen. Und vor allem bin ich auch bereit, das als ergebnisoffenen Prozess anzusehen und nicht als etwas, wo ich vorher die richtige Antwort immer schon kenne. Deswegen auch ganz typisch, wenn Populisten sagen, wir brauchen die Volksabstimmung, das Referendum, die kennen die richtige Antwort ja immer schon vorher. Das Volk soll ja nur das Häkchen bei der richtigen Antwort machen. Und auch hier wieder, wenn es halt die falsche Antwort gibt, dann ist irgendwas mit den Institutionen nicht in Ordnung oder die Eliten haben das irgendwie manipuliert. Also insofern sollte man sich, glaube ich, verabschieden von dieser Idee, dass, naja, aber da ist doch irgendwas Gutes am oder Positives am Populismus, weil die doch irgendwie das Volk wieder mit reinbringen. Das ist ein rein theoretischer Prozess für die, das hat mit wirklicher Bürgerbeteiligung nichts zu tun. Wenn ich jetzt vom wahren Volk spreche und all das hineinstopfe, was Populisten hineinstopfen, dann heißt das logischerweise natürlich auch, dass ich einen moralischen Anspruch erhebe. Gleichzeitig ist es aber natürlich schon so, das muss man zugeben, dass auch die Antipopulisten moralisieren in ihrer Auseinandersetzung mit dem Populismus. Da gibt es die 100-mal zitierte Faschismuskeule und so weiter und so fort. Das heißt, dieser massive moralische Anspruch, den die Populisten erheben, wenn sie das wahre Volk benennen, der nun tatsächlich wirklich A, irritierend und B, zum Kotzen ist, der provoziert auf der anderen Seite aber auch ein Gegenmoralisieren und das ist ganz falsch. Sicherlich läuft man in die Falle, wenn man am Ende sagt, weil ihr ausschließt, schließen wir euch jetzt aus. Deswegen gibt es meiner Ansicht nach keine Alternative zur Auseinandersetzung. Nur mit Populisten reden heißt halt nicht wie Populisten reden. Deswegen, wie vorhin schon mal angedeutet, man muss deswegen nicht sozusagen deren ganze Problembeschreibung übernehmen. Wenn die sagen, die Arbeitslosigkeit wird von denen, die nicht dazugehören, verursacht, muss man das ja nicht einfach nachbeten. Aber man kann sich und muss sich in gewisser Weise auch der wirklich harten Auseinandersetzung stellen und auch klar sagen, wir können über alle möglichen Themen reden. Wenn Sie weniger Einwanderung wollen oder beispielsweise sehr konservative Ansichten über Familienpolitik haben, gefällt mir das vielleicht nicht. Ich muss dagegen argumentieren, aber ich kann nicht sofort sagen, das ist automatisch irgendwie undemokratisch. Das kann man in der Demokratie auch vertreten. Nur
Ich denke, ein guter Politiker oder eine gute Politikerin weiß dann auch zu unterscheiden zwischen diesen Auseinandersetzungen in der Sache und wiederum anderen Momenten, wenn beispielsweise ein Populist plötzlich sagt, da gäbe es einen geheimen Plan von Frau Merkel, das deutsche Volk durch Syrer zu ersetzen. Dann, ja, Sie wissen alle, das ist wirklich passiert. Da muss man ganz klar sagen, Moment, jetzt verlassen wir das Territorium der sachlichen Debatte, hier passiert jetzt was anderes. Darauf wird der Populist natürlich nicht zurückschrecken und sagen, oh, sorry, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da gerade eine Verschwörungstheorie lanciert habe. Das wird natürlich nicht passieren. Aber die Hoffnung ist zumindest, dass es Bürger gibt, die sagen, ich bin ja durchaus der Meinung der AfD, was gewisse Sachthemen angeht, aber ich will vielleicht letztendlich doch nicht in einem Boot sitzen mit Leuten, die mir ständig Verschwörungstheorien suggerieren oder die ständig behaupten, das Ganze sei nur eine Fassadendemokratie und längst lebten wir schon in der Diktatur. Das ist vielleicht eine fromme demokratietheoretische Hoffnung, aber das sollte, glaube ich, ein guter Politiker können, was übrigens auch vielleicht unterstreichenswert ist, weil es ist ja sehr populär heutzutage auf den Berufspolitikern ständig rumzuhacken. Aber das ist, denke ich, auch eine Fähigkeit, also ein Gespür auch für Timing und wann muss was mal gesagt werden, was mit Verlaub nicht jeder kann, was ich zum Beispiel nicht könnte. Aber jemand, der diese Erfahrung hat, der das Gespür dafür hat, kriegt das richtig hin. Und das sollte man vielleicht auch mal honorieren. Jetzt ist natürlich die Frage, stellt sich, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, hat sich für mich die Frage der Verachtung gestellt. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass Populisten in Wirklichkeit das Volk verachten. So läuft ihr Mechanismus. Bis zu einem gewissen Grad tut es auch die Gegenseite. Und ich habe mir gerade gedacht, wie viele, Beispiel USA, wie viele solche Trotteln gibt es wie der mit gezogener Pistole und dann auch herumgeschossen hat, in die Pizzeria gestürzt ist, um die Kinder zu befreien, die Hillary Clinton dort gefangen hält in einem Kinderschänderring. Ich meine, wie viele solcher, der ist quer durch Amerika gefahren mit seinem Auto, um die Kinder in der Pizzeria zu befreien, wo sie im Keller von der Hillary Clinton gefangen gehalten werden. Es gibt, wie viele Leute gibt es, die solche Geschichten glauben, weil, und da kommen wir jetzt natürlich auf die Medienfrage und jetzt speziell auf das Internet, weil es im Internet diese Echokammern gibt, wo du immer nur auf Facebook, wo du immer nur bestätigt wirst in deiner Grundmeinung und in deiner Grundhaltung. Und dann führt das natürlich zu einem Punkt, wo du sagst, sind diese Leute überhaupt noch für Argumente erreichbar oder kannst du denen den größten Schwachsinn einreden, wie dem, der die Kinder befreien wollte? Also natürlich herrscht kein Mangel an, um Ihren fachwissenschaftlichen Ausdruck aufzugreifen, Trotteln, an denen man solche Erzählungen festmachen kann. Nur, ich wäre vorsichtig mit unserer jetzt im Moment auch sehr populären neuen Erzählung vom vermeintlich postfaktischen Zeitalter. Die Fakten über das postfaktische Zeitalter sind noch bei weitem nicht etabliert. Denken Sie an zwei eklatante Beispiele, die dann immer wieder in die Runde geworfen werden. Natürlich stimmte das nicht mit den 350 Millionen, die man in Großbritannien sparen würde und die dann sofort ins Gesundheitssystem gehen würden. Nur, viel entscheidender war doch vielleicht die Tatsache, dass man in gewisser Weise von vornherein das diskursive Feld, wenn man das so hochgestochen sagen darf, Nigel Farage überlassen hat. Er hat definiert, worum es bei der ganzen Sache geht. Es geht nämlich um das diktatorische Brüssel auf der einen Seite und auf das freiheitsliebende England auf der anderen Seite. Und das Gegenargument war immer nur so, naja, wir holen den besseren Deal für euch raus oder ist vielleicht nicht ganz so schlimm und so weiter. Man hat sozusagen die Einrahmung der ganzen Sache nie wirklich in Frage gestellt. Das heißt, als dann, was ja auch eklatant als Beispiel immer kam, als dann im Mai vergangenen Jahres das Finanzministerium diese Zahl in den Raum gestellt hat, jeder Haushalt wird ungefähr 4.200 Pfund ärmer sein, wenn wir aus der Union austreten. Was ja auch kein Fakt war, sondern sehr spekulativ. Es ging ja über Jahre, war das ja eine Projektion, was passieren könnte. Stand dieses Fakt ja nicht einfach nur isoliert im Raum, sondern man kann ja in solchen Situationen dann vielleicht auch verstehen, warum manche Leute vielleicht gesagt haben, 4.200 Pfund für Freiheit und Demokratie ist eigentlich ein recht akzeptabler Preis. Soll heißen, in vielen Fällen sprechen die Fakten eben nicht einfach so für sich,
sondern sind eingerahmt von Erzählungen, auch von Gefühlen, von historischen Hintergrundannahmen. Und darauf muss man sich dann auch mal einlassen, anstatt es sich selber wiederum so einfach zu machen und zu sagen, na, die Leute sind also blöd und verstehen die komplexen Zusammenhänge nicht. Wenn ich noch eins sagen darf, natürlich ist ja völlig richtig, dass wir uns auch Sorgen machen über diese Echokammern und die sich selbst verstärkenden Meinungen, die ja auch wiederum in gewisser Weise direkt mit dem Populismus zusammenhängen. Denn wenn alle anderen immer das sagen, was ich sowieso schon meine, wird natürlich diese Vorstellung eines vermeintlich homogenen Volkes auch empirisch in gewisser Weise plausibler. Nur 40% der Unterstützer von Donald Trump bekommen ihre, ich wollte jetzt sagen Informationen, aber in Anführungszeichen Informationen, von Fox News. Gefolgt von CNN und Facebook ist relativ abgeschlagen an dritter Stelle. Die Medien, die von Steve Bannon als Feinde des Volkes bezeichnet werden, New York Times, Washington Post, die tauchen in den Top 10 erst gar nicht auf. Also es ist eine rein abstrakte Sache, die man eigentlich gar nicht kennt. Soll heißen, die alten, in Anführungszeichen alten Medien sind nicht plötzlich irrelevant geworden. Es ist meiner Ansicht nach, was den Ausgang der Wahl 2016 angeht, immer noch viel wichtiger, dass wenn Sie über 8 Jahre nur Fox gesehen haben, Sie rationalerweise zu dem Schluss gekommen wären, das waren die schlimmsten Jahre überhaupt. Wir sind so abgestiegen in der Welt. Der Obama, da gab es ständig Korruption in einer betont nicht korrupten Administration. Und das sind nicht einfach Lügen. Da wird nicht gesagt, da gibt es die Pizzeria, wo die Clinton und so weiter mit den Kinderschändern zusammenarbeitet. Aber es wird halt immer was sehr, sehr Parteiliches suggeriert. Das ist, denke ich, immer noch wichtiger als Fake News, die natürlich auch eine Rolle spielen können, aber die jetzt nicht sozusagen allein das Geschehen bestimmen. Und wenn ich vielleicht noch eine Anmerkung dazu machen darf. Ja. Nur wer 8 Jahre lang Fox News gesehen hat und das ziemlich ausschließlich, der ist ja wahrscheinlich für Argumente auch nur mehr schwer erreichbar. Ja, wobei das aber auch wiederum ein Indiz dafür ist, dass ja das, was dann in den USA zum Teil als Polarisierung bezeichnet wird, sehr stark geworden ist. Wobei dieser Begriff in vieler Hinsicht irreführend ist, denn Polarisierung suggeriert ja so eine gewisse Symmetrie. Die Republikaner sind rechter geworden, die Demokraten sind linker geworden. Die Demokraten sind aber nicht linker geworden. Es sind im Grunde nur die Republikaner, die immer weiter nach rechts abgedriftet sind und die in gewisser Weise, da den Populisten ähnelt, schon lange gesagt haben, die andere Seite ist in gewisser Weise nicht für uns akzeptabel. Schon während der 90er Jahre hieß es, Bill Clinton ist your president. Nicht unser Präsident auch, sondern das ist sozusagen nur eure. Und die Tatsache, dass man ja schon lange vor Trump jedes Mal, wenn es darum ging, ein Budget zu verabschieden, das Land an den Rand des Staatsbankrotts gebracht hat, weil man gesagt hat, wir können dem Obama nie irgendeinen Sieg gönnen. Auch völlig zynischerweise. Also Mitch McConnell, der Führer im Senat, hat wirklich offen gesagt, Leute, wir machen dem alles kaputt, aber, das spielt jetzt auch in Ihrer Bemerkung hinein über die Verachtung gegenüber dem Volk, aber die Leute sind so blöd, sie werden gar nicht begreifen, dass wir das schuld waren. Denn alle gucken hier nur auf den Präsidenten. Die werden das immer dem Obama anlasten und nicht uns. Also völlig zynisch und völlig brillant. Denn diese Strategie ist genau aufgegangen. Daraus folgt aber auch, dass 2016 schon eine Situation da war, wo Leute, die den Republikanern zuneigen, aber vielleicht gesagt haben, naja, Trump, da habe ich doch gewisse Bedenken, im Zweifelsfall dann auch gesagt haben, nee, den wähle ich aber doch. Denn die andere Seite ist unter keinen Umständen akzeptabel für mich. Also diese, was dann so Extreme Partisanship genannt wird, das war auch eine ganz wichtige sozusagen Vorbedingung für Trump. Und deswegen ist es auch mit Verlaub nicht richtig, es immer so darzustellen, als hätte der die Partei gekapert. Also da war dieses schöne Schiff vorher, ja. Und jetzt kommt der Piratenkapitän und kapert das und steuert das völlig woanders hin. Nein, das hat eine lange, lange Vorgeschichte, wo halt dann solche Sachen wie Fox auch eine gewisse wichtige Rolle gespielt haben. Sie haben ja Gingrich und Giuliani zitiert, also da gibt es ja eine ganze Reihe von Helfern aus der Republikanischen Partei, die eine wesentliche Rolle gespielt haben. Jetzt will ich wieder auf den Ausgang unseres Gesprächs, respektive auf Ihren Vortrag zurückkommen, das zentrale Element, an dem man Populismus erkennt, ist in Ihrer Definition der Alleinvertretungsanspruch. Das heißt, wir Populisten vertreten alleine das wahre Volk und wer sich gegen uns stellt,
schließt sich aus dem wahren Volk aus. Das heißt, es gibt gegen die wahren Vertreter des wahren Volkes keine legitime Opposition. Und da erhebt sich dann natürlich die Frage, wie weit ist es zu der Überlegung, wenn es keine legitime Opposition geben kann, warum soll es dann eine legale Opposition geben? Das heißt, wie weit ist es von einem absolut antidemokratischen Grundgedanken bis zur Überlegung, da machen wir doch was draus, was ja, wie wir sehen, in der Türkei gerade exzessiv passiert, in Ungarn, in Polen relativ weit gediehen ist und so weiter. Also, wenn legitime Opposition nicht möglich ist, weil die sich selber aus dem Volk ausschließen, warum soll es dann noch legale Opposition geben? Es ist ja nicht nur, dass sich die Opposition aus dem Volk ausschließt, es ist ja auch so, dass alle unabhängigen Institutionen, die sich dem Verwirklicher des vermeintlich einzig authentischen Volkswillens entgegenstellen, dann im Namen der Demokratie vermeintlicherweise kritisiert und auch moralisch verdammt werden können. Also wenn jemand wie Bannon sagt, die Medien, die uns kritisieren, sind Feinde des Volkes. Wenn Trump sagt, die Richter, die uns kritisieren, das sind gar keine richtigen Richter, das sind so-called Judges, dann ist man ja auch immer sofort damit dabei, dass man auch nicht nur die Opposition im Parlament schlecht macht, sondern eben auch alles, was an Architektur von Gewaltenteilung, unabhängigen Institutionen und so weiter besteht. Warum schreitet man jetzt nicht zur Tat und sagt, okay, dann machen wir doch offen Diktatur? Ich stecke natürlich auch nicht im Kopf der Populisten drin. Meine Vermutung wäre nur, dass auch wenn es ja vermeintlich in den letzten Jahren eine sogenannte demokratische Rezession gegeben hat, also die Zahl der Demokratien weltweit im Moment abnimmt, nichtsdestotrotz ist immer noch eine hohe symbolische Prämie auf Demokratie gibt. Also wenn man offiziell sagt, Schluss, wir machen jetzt also was ganz anderes, hat man da einen ziemlich hohen Preis für zu zahlen. Deswegen ist es doch viel besser, dass man sozusagen weitgehend Demokratie simuliert, auch vielleicht hier und da ein gewisses Risiko eingeht, man kann ja nicht alles 100% kontrollieren, gleichzeitig aber auch einen gewissen Nutzen daraus zieht, dass es eben noch Gegner gibt, solange die Gegner nur in der Minderheit bleiben. Es ist ja typisch, dass Populisten häufig dadurch an die Macht kommen, dass sie bestehende Kulturkämpfe ausnutzen und verschärfen und sagen, die eine Seite ist das wahre Volk, die anderen, das sind die liberalen Kosmopoliten, die irgendwie gar nicht wirklich dazugehören, aber letztendlich auch ein Interesse daran hat, dass man diesen Konflikt am Leben erhält, um nämlich den eigenen Anhängern immer wieder zu zeigen, ihr seid das wahre Volk und die Leute, die da zum Beispiel in den USA gegen den sogenannten Muslim Ban protestieren, schaut mal, das sind doch die Homeland, die Verräter am Homeland, das sind doch die, die uns diesem Risiko aussetzen, das sind doch die, die von außen gesteuert und bezahlt werden oder das sind doch professionelle Anarchisten, wie Trump sich auf einem Tweet ausdrückte. Ich will damit um Gottes Willen nicht sagen, Leute, bleibt besser zu Hause, protestiert nicht. Nur, es scheint mir auch naiv zu meinen, dass nur weil jetzt also Millionen Leute auf den Straßen sind oder auch jetzt in Ungarn viele Leute demonstrieren, dass das also schon sozusagen den Anspruch der Populisten eindeutig in Frage stellt, dass das schon immer das Ende des Spuks ist. Nein, das kann für diese Akteure genau auch nützlich sein, um dadurch sozusagen ihren eigenen Kulturkampf immer wieder neu zu beleben. Und gefährlich wird es für sie nur dann, wenn diese vermeintliche Minderheit, die ja eigentlich gar nicht dazugehört, immer größer und größer und größer wird. Aber das ist nun einmal eindeutig der Unterschied zwischen den USA und der Türkei. In den USA wird es schlichtweg auch in Zukunft nicht möglich sein, die Opposition zu illegalisieren. In der Türkei hingegen passiert es offensichtlich gerade. Und jetzt die Situation von Erdogan haben Sie ja beschrieben. Wenn er sagt, wer nicht für ihn ist, ist Terrorist, damit erklärt er per Definition jetzt einmal, er hat 48% Terroristen gegen sich. Wobei wir wissen, in Wirklichkeit sind es nicht 48%, sondern in Wirklichkeit ist es mehr als die Hälfte, weil es ja Wahlschwindel gegeben hat. Aber bleiben wir bei den 48%. Das heißt, er muss weiterkämpfen und weiterkämpfen, was
wiederum im Sinne, so wie Sie es gerade definiert haben, des Populismus liegt. Ständig Aggression, Kampf und immer Krise. Gleichzeitig aber, und das ist jetzt aber schon der nächste Schritt, der, wenn die Verfassungsreform umgesetzt ist, dann wird er Gesetze ohne das Parlament beschließen, durchsetzen können. Das heißt aber, ob die heimliche Sehnsucht des Populismus nicht doch die Diktatur ist. Also wie gesagt, ich muss da passen, ich stecke in denen nicht drin, ich weder die heimlichen oder nicht so heimlichen Sehnsüchte in der Türkei, kann ich weder diagnostizieren noch therapieren, aber in der Tat ist es klar, es Türkei geht in die autoritäre Richtung. Es, wenn der Präsident ohne Parlament die Gesetze beschließt, durchsetzen kann, auf die Justiz durchgreifen kann und, dann ist es nach unserem Verständnis Diktatur. Absolut richtig. Nur da ist vielleicht auch wieder es nicht unwichtig, sozusagen darauf hinzuweisen, dass ja, man will den Konflikt. Kein Populist hat jemals ein Problem damit gehabt, immer wieder neue Sündenböcke zu finden. Weil es ja zum Teil auch heißt, naja, wenn die erstmal selber regieren, dann können sie ja nicht ständig die Eliten kritisieren. Oder sie sind ja alle Protestbewegung. Und wenn man erstmal selber an der Regierung ist, ist es ja logischerweise nicht möglich, dann gegen sich selber zu protestieren. Das ist überhaupt kein Problem. Man wird immer irgendjemanden oder irgendwas finden, um zu erklären, warum alle eigenen Misserfolge irgendjemand anders anzulasten sind. Bei Chavez war klar, es sind immer die Amerikaner oder die alten liberalen Eliten. Wenn Trump die Mauer doch nicht baut, dann war es halt Soros oder eine frühere Schönheitskönigin oder wer auch immer. Irgendjemand wird schon schuld gewesen sein. Also insofern ist es gut, diesen Konflikt immer am Köcheln zu halten in gewisser Weise. Gleichzeitig, denke ich, sollte man aber auch darauf hinweisen, dass Populisten nicht wirklich eine mobilisierte Gesellschaft wollen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Unterschied zum Faschismus, so wie wir ihn aus dem 20. Jahrhundert kennen. Es wird ja zum Teil sehr leichtfertig jetzt immer gesagt, ah, wir sind schon wieder in den 30er Jahren oder das ist alles, wie wir es schon mal hatten. Nein, die wollen im Grunde eine letztendlich doch befriedete Gesellschaft, wo jeder seinen Platz kennt. Das ist übrigens auch ein Lieblingssatz von Erdogan. Jeder soll an seiner Stelle sein, so wie er sich das mit dem vereinten Volk vorstellt und definiert. Ja, auch in Ungarn, wo man so eine Art neue Ständegesellschaft ja in gewisser Weise aufbaut. In der Tat ein bisschen wie auch in den 20er Jahren, aber nicht wie bei den Faschisten, sondern wenn überhaupt eher wie bei Horthy, wo es auch noch Wahlen gab und auch verschiedene Parteien und so weiter, aber ganz klar Grenzen dessen, was möglich ist und keinen wirklichen Machtwechsel. Also insofern denke ich, ist es auch wichtig zu sagen, dass gut, die wollen zwar Kulturkampf, aber sie wollen nicht, dass jetzt ständig alle Leute die Straßen auf und ab marschieren, den Bürgern werden jetzt nicht ständig irgendwelche ideologischen Glaubensbekenntnisse abverlangt. Nee, da gibt es schon auch Freiräume, nur letztendlich, und da haben Sie insofern dann recht, in der Wunschvorstellung der Populisten wahrscheinlich keinen wirklichen Machtwechsel mehr. Eine wichtige Unterscheidung, die Sie jetzt getroffen haben, zwischen dem Faschismus als historischem Phänomen und dem Rechtspopulismus an der Wacht. Ich sagte jetzt Rechtspopulismus, weil wir darüber die ganze Zeit geredet haben und nachdem Sie den Namen Chavez jetzt wieder erwähnt haben, habe ich mir gedacht, ja, natürlich reden auch brave Konservative über Populismus und wenn brave Konservative über Populismus reden, dann sagen sie immer Rechtspopulismus und Linkspopulismus. Und das stimmt ja auch, es gibt ja auch tatsächlich einen Linkspopulismus. Chavez zum Beispiel war das klassische Beispiel dafür. Nur muss ich sagen, mir kommt fast nur Rechtspopulismus unter, obwohl es Linkspopulismus auch gibt. Das heißt, wenn man undifferenziert von Rechts- und Linkspopulismus spricht, dann ist das schlicht und einfach eine Verfälschung der Fakten. Sie haben völlig recht, dass diese Symmetrie zum Teil dazu gebraucht wird, um eine Seite zu delegitimieren. Also wenn auch hohe EU-Vertreter zum Teil gesagt haben, naja, es gibt halt Rechts- und Linkspopulismus, der so gefährlich ist in Europa, da gibt es halt rechts Marine Le Pen und links Podemos und Syriza, dann schmeißt man da Leute zusammen oder tut Leute in eine Schublade, die mit Verlaub nicht in eine Schublade
gehören. Man muss ja das Programm von Syriza und Podemos nicht gut finden. Aber zu suggerieren, dass das Anti-Europäer sind, so wie Marine Le Pen wirklich eine Anti-Europäerin ist, ist natürlich höchst irreführend. Und in gewisser Weise verstärkt man natürlich zum Teil dann auch bei Anhängern dieser Parteien das Gefühl, es kann überhaupt keine Alternativen geben. Sobald man irgendwie so ein bisschen was anderes will als Frau Merkel, ist man sozusagen schon in dieser Schublade des Anti-Europäertums. Aber um auf den vorherigen Punkt zurückzukommen, ich stimme völlig zu. Es gibt ja zum Teil die Tendenz bei Linken, mit Verlaub zu sagen, Linkspopulismus kann es gar nicht geben, denn die Linke ist immer gut und der Populismus ist immer schlecht. Also das kann gar nicht zusammengehen. Aber natürlich kann es zusammengehen. Es ist halt einerseits dieser antipluralistische moralische Anspruch, der immer mit Inhalten gefüllt werden muss. Man muss ja irgendwie erklären, wer dazugehört, wer nicht dazugehört, wer das wahre Volk ist. Diese Inhalte können auch von links kommen, so wie es bei Chavez der Fall war. Nur, ohne dass ich jetzt für diese Länder Experte wäre, ist zumindest mein Eindruck, dass es halt für die Bewegungen oder Parteien, die man in Europa immer sehr schnell als linkspopulistisch bezeichnet, nämlich Syriza und Podemos, größtenteils nicht der Fall. Im Gegenteil, um auch nochmal auf einen Aspekt zurückzukommen, den Sie am Anfang angesprochen haben, im Gegenteil, die Tatsache, dass dann Länder wie Griechenland und Spanien immer sofort Teil dieser Erzählung von einer Krise der Repräsentation sind, ist auch zutiefst irreführend. Denn, wie gesagt, man muss ja diese Parteien nicht mögen. Aber in gewisser Weise ist es doch ein Gewinn für die Repräsentation, dass anders als früher, wo es in beiden Ländern nur zwei große Parteien gab, die wirklich korrupt waren und die letztendlich immer sehr ähnliche Politik gemacht haben, sich jetzt der wahre Konflikt in diesen Gesellschaften, um sehr verkürzt zu sagen, Austerität und Anti-Austerität, im System selber abbilden kann. Und die Tatsache, dass junge Leute zum Beispiel in Spanien erst auf den Plätzen protestieren und dann sagen sie, wir gründen eine neue Partei und wir gehen an die Urnen, was auch Podemos geschafft hat. Junge, gut ausgebildete Spanier, die schon offenbar abgeschlossen hatten mit den alten Parteien, sind wieder wählen gegangen. Und am wichtigsten, nachdem sie verloren haben, sind sie auch wieder nach Hause gegangen und warten auf die nächste Chance. Und wenn Sie so ein bisschen an die europäische Geschichte zurückdenken, ist das keineswegs selbstverständlich, dass junge Leute sich sozusagen doch letztendlich mit dem System abfinden. In den 70er Jahren hätte man vielleicht andere Sachen gemacht und gesagt, hier wird sich nie was ändern, bevor wir nicht ein paar Leute von der Troika erschossen haben. Oder wir machen überhaupt keine Parteien. Das ist ohnehin schon immer korrupt und irgendwie nicht richtig. Wir machen nur Proteste auf den Straßen. Stattdessen ist es jetzt möglich, dass der wahre Konflikt sich im System abbildet. Und insofern ist es genau keine Krise der Repräsentation, sondern ein Gewinn für die Repräsentation. Natürlich, wenn Sie jetzt als Einwand sagen, was völlig berechtigt wäre, na gut, aber ich kann ja noch 30 Mal für Tsipras stimmen. Es ändert sich ja auch jetzt trotzdem nichts. Stimmt das natürlich. Nur dann sollten wir zumindest so präzise sein, dass wir sagen, gut, das Problem ist aber nicht innerhalb des griechischen Systems, was natürlich genug andere Probleme hat, sondern da ist das Problem auf der europäischen Ebene, wo eben dieser Konflikt nicht wirklich abgebildet werden kann, weil es in diesem Sinne keine europäische demokratische Auseinandersetzung gibt. So, und jetzt kommen wir zum Schluss noch auf Österreich. Nachdem wir auf Österreich kommen, erhebt sich sofort der Applaus, sofort der Beifall. Und so soll es auch sein. Dieses kleine, friedliche Land mit international vergleichsweise geringen sozialen und... Darf ich Ihnen vielleicht jetzt die Fragen stellen? Und ökonomischen Problemen. Ich als Außenseiter will ja was von Ihnen lernen jetzt. Bitte. Ja, aber denkt mal gemeinsam drüber nach. Also, wie gesagt, vergleichsweise geringe soziale und ökonomische Probleme in Österreich und gleichzeitig haben wir eine im internationalen Maßstab besonders starke radikal-populistische Partei, die in Wirklichkeit auch nur ein einziges Thema hat, nämlich den Ausländerhass. Sonst haben die nichts. Und die Frage ist, wir können natürlich jetzt historische Wurzeln dafür finden. Wir können zurückgehen auf 1945 und sagen, in Österreich ist der Nationalsozialismus und überhaupt die Geschichte davor, aber vor allem der Nationalsozialismus, sehr, sehr lange überhaupt nicht wirklich bearbeitet worden und reflektiert worden als österreichische Geschichte. Das hat sich aber seit Waldheim geändert, wie wir wissen, und das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her.
es hat den Proporz gegeben, der alles, was nicht rot oder schwarz war, mehr oder minder an den Rand gedrängt hat und nicht an die Macht gelassen hat. Der hat aber ganz wesentlich an Bedeutung verloren. Also es ist wirklich nicht leicht zu erklären, warum begonnen hat es in der Zeit des heftigsten Streites, den es in Österreich gegeben hat, 1986, 87, in der Zeit, wo es dann schon längst nicht mehr um die Person Waldheim gegangen ist, sondern um all das, wofür er der Katalysator gewesen ist, nämlich nicht nur der österreichische Anteil am Nationalsozialismus, sondern mindestens ebenso der Umgang der Zweiten Republik mit diesem österreichischen Anteil am Nationalsozialismus. Jetzt beantworte ich in einer gewissen Weise Ihre Frage. Aber am Ende stehen wir trotzdem, und natürlich mit diesem Streit, der das Land völlig zerrissen hat, wird Jörg Haider Kandidat, repräsentiert in einer gewissen Weise eine idealtypische Figur des Populismus, nämlich die Figur des Rebellen. Das spielt auch eine Rolle, ist dazu in der Lage, was im populistischen Erfolgsprogramm auch sehr wichtig ist, den Menschen Angst einzujagen. Ich meine, das ist ja ständig Bedrohungen, bietet gleichzeitig, was auch populistisches Programm ist, simple Lösungen an. Das alles hat die FPÖ schon wie aus dem Handbuch gemacht. Trotzdem, wenn man sagt, dass die ökonomischen Bedingungen ganz wesentlich Geschichte determinieren, dann ist es nicht wirklich verständlich, warum wir in Österreich eine der stärksten populistischen Parteien haben, die, wie gesagt, nur ein Thema hat. Die haben nichts anderes als den Ausländerhass. Also Sie können das alles jetzt viel besser kommentieren als ich, aber ich bin dazu verdammt, jetzt etwas sagen zu müssen. Und ich sage Folgendes. Ich würde nochmal unterscheiden zwischen dem moralischen Alleinvertretungsanspruch der Populisten und der Kritik an Institutionen, wenn sie nicht gewinnen, auf der einen Seite, und bestimmten Inhalten auf der anderen Seite. Ich würde nicht sagen, dass Populisten immer automatisch die simplen Lösungen haben und wir, die besseren Gebildeten, wir machen Komplexität. Wenn jemand zum Beispiel sagt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, mit Verlaub, dann ist das auch sehr simpel, wenn man damit wirklich suggerieren will, dass wenn diese verkorkste Währungsunion vielleicht, um Gottes Willen, wieder abgeschafft werden müsste, würden am nächsten Tag junge Franzosen und junge Deutsche zu den Bajonetten greifen und sagen, jetzt geht's wieder Krieg. Also ich würde es nicht an diesen Inhalten festmachen, sondern wirklich denken, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin der Bürgerkanzler, dann ist da in der Tat was Populistisches drin. Denn das suggeriert ja, dass der, der da offiziell Kanzler ist, offenbar gar nicht für die Bürger arbeitet, sondern für irgendjemand anderes. Also das ist auf der einen Seite und das ist gefährlich. Aber dass es vielleicht auch eine legitime Auseinandersetzung geben kann über gewisse Themen, wo Sie und ich anderer Meinung sind als diese Partei, ist nicht automatisch schlimm für die Demokratie. Oder dass es auch sehr harte Konflikte geben kann, ist nicht automatisch schlimm für die Demokratie. Soll heißen, anders als häufig dargestellt, ist ein Abstieg der Volksparteien nicht automatisch Krise der Demokratie. Anders als häufig dargestellt ist auch die Tatsache, dass man einen Grundkonflikt unserer Zeit zwischen auf der einen Seite mehr Öffnung, was dann sozusagen die banale Version von mehr ökonomischer und kultureller Globalisierung nehmen kann, aber auch mehr Öffnung beispielsweise gegenüber ethnischen, sexuellen, religiösen Minderheiten zu Hause. Öffnung auf der einen Seite, mehr Abschließung auf der anderen Seite. Es ist nicht automatisch schlecht oder illegitim, diesen Konflikt offen darzustellen. Deswegen, also ich nehme nicht heraus, das beurteilen zu können, aber von außen betrachtet finde ich es nicht schlecht, dass am Ende es eine ganz eindeutige Wahl gab. Man hat ja im Dezember 2016 nicht sagen können, ach, mal wieder Postdemokratie, da gibt es ja keine wirklichen Unterschiede, Hofer van der Bellen ist irgendwie alles dasselbe. Ja? Das kann ja keiner sagen. Deswegen ist es im Grunde auch nicht schlecht, wenn es vielleicht jetzt zu einer Auseinandersetzung zwischen Macron und Le Pen kommen sollte. Jeder kann sagen, das ist eine ganz eindeutige Wahl. Der Konflikt zwischen Öffnung und Abschließung ist eindeutig darstellbar. Das ist nicht Postdemokratie, das ist nicht alles ein Einheitsbrei.
Nur das Wichtige ist natürlich, dass die Verlierer am Ende auch sagen, wir akzeptieren, dass wir verloren haben. Während die Populisten ja sofort wieder sagen würden, nee, wir akzeptieren das nicht. Oder wie es dann zum Teil hieß, er ist gezählt, aber nicht gewählt. Was zutiefst undemokratisch ist als Aussage, denn was anderes als Zahlen und Stimmen zählen haben wir in der Demokratie nun mal nicht. Also insofern denke ich, sollte man sagen, gut, uns gefällt das vielleicht nicht, dass es eine Partei gibt, die weniger Einwanderung haben will und so weiter. Aber es ist legitim, dass die sich darstellen. Nur die müssen dann auch die Kröte schlucken, dass sie, wenn sie am Ende herausfinden, wir sind aber nicht die wahre Mehrheit oder wir sind vielleicht wie im deutschen Fall am Ende nur 9%, dass sie das dann auch akzeptieren und nicht weiterhin sagen, nee, das ist aber alles ein Schmuh oder Fassade oder wir sind ja doch das wahre Volk. Also diese Hetzparole, gezählt, aber nicht gewählt, hat natürlich die FPÖ, also Hofer speziell, versucht. Das ging nach dem endgültigen Ergebnis nicht mehr, weil der Unterschied einfach zu groß war. Das hat schlicht und einfach nicht mehr funktioniert. Und das Argument von Hofer, und das ist natürlich das klassische Populistenargument, ich vertrete das Volk, mein Kontrahent vertritt die Elite, respektive die Schickeria, das ist von einer Mehrheit nicht akzeptiert worden, dass es immer noch 46% waren, die das akzeptiert haben, ist, meine ich, bestürzend genug. Und wenn man das Ergebnis analysiert, dann kommt man auf einige erstaunliche Faktoren, nämlich dass diese Stadt-Land-Differenz, die die erste Republik wirklich mitgeprägt und vergiftet hat, dass die bis zu einem gewissen Grad wieder da ist. Bei der ersten Wahl war sie ganz stark, weil die Grünen auch zu wenig aufs Land gegangen sind. Beim zweiten Mal war sie nicht mehr so stark, aber es gibt ein ganz eindeutiges Stadt-Land-Gefälle. Das Land hat populistisch gewählt und man kann auch sagen, es waren die weniger Gebildeten, es waren die Ärmeren, es waren die Ängstlicheren, und es war die ländliche Bevölkerung, die Hofer gewählt hat. Das ist jetzt keine Beleidigung, sondern das ist eine soziografische Beschreibung. Das will ich auch nicht in Abrede stellen, nur wir wissen ja nicht immer, warum Bürgerpopulisten wählen. Es hat eine gewisse Ironie, dass wir einerseits immer sagen, die Populisten, die großen Vereinfacher, wir glauben denen kein Wort. Und häufig, wenn die uns selber eine Erklärung dafür anbieten, warum sie erfolgreich sind, und zwar häufig eine sehr reduktionistische Erklärung, dann kaufen wir das, weil das nämlich unser Leben dann auch einfacher macht. Und dann sagen wir auch einfach, das sind ja alles Modernisierungsverlierer oder die Abgehängten und so weiter, was empirisch häufig nicht stimmt und was einfach auch nicht so einfach sagbar ist, weil wir es eben häufig nicht wissen, warum wer wen genau gewählt hat. Aber auch da würde ich nochmal, und jetzt sage ich Ihnen nur Sachen, die Sie alle schon viel besser wissen als ich, aber auch da würde ich darauf hinweisen, dass es ja offenbar sehr wichtig war, dass diese relativ konservativen Bürgermeister, die natürlich eine ganz andere Glaubwürdigkeit hatten als die fleisch- und autohassenden Bobos aus Wien, ja, dass die gesagt haben, ihr sollt den Hofer nicht wählen. Also das ist auch dann nicht vorherbestimmt. Das Land, das können wir verloren geben, das ist immer bei den Populisten und wir müssen uns jetzt sozusagen in der Stadt verbarrikadieren gegen diese barbarischen Horden, die da auf dem Land sind. Das ist ja auch nicht unabänderlich. Da ist ja auch ganz entscheidend sozusagen, was, auch da nochmal der Punkt, konservative Eliten, wie die sich entscheiden und ob die sich, ich verwende den Ausdruck bewusst, für Kollaboration entscheiden oder ob sie sagen, nee, es gibt noch gewisse Grenzen und da machen wir zum Teil nicht mit. Meine Damen und Herren, es ist 9 Uhr, Zeit nach Haus zu gehen. Herr Müller arbeitet noch ein bisschen weiter, indem er am Podium bleibt und Ihre Bücher signiert und damit entwertet, wenn Sie das Bedürfnis haben. Und im Übrigen danke ich ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Thank you.